Niemand jubelt so schön wie Florian Kohfeldt und heute gibt es noch einen Grund zu jubeln, und zwar für alle Werder-Fans. Von etlichen Unterschriften, die Florian Kohfeldt heute nämlich gegeben hat, war eine ganz besondere. Es war das Autogramm für Frank Baumann. Florian Kohfeldt unterschreibt seinen neuen Arbeitsvertrag bis 2021, und so eine Unterschrift, die kann schon ein richtiges Highlight sein. Ja, das ist schon ein guter Start in die Woche. Es ist ja für uns dann auch eine Sache von so einem Prozess. Das passiert ja nicht nur heute, dass wir uns heute hier getroffen haben und gesagt haben, komm, lass mal bis 2021 zusammenarbeiten. Sondern das war natürlich schon die letzten Wochen irgendwo ein Thema im Hintergrund zwischen Frank und mir. Zum perfekten Wochenstart fehlt also nur noch eins, genau, Werder TV Inside. Aber genug gewartet, wir sind zurück aus der Osterpause. Ostern ist vorbei. Willkommen aus dem Weserstadion, aus dieser Festung der grün-weißen guten Laune. Heute natürlich mit unserem Cheftrainer Florian Kohfeldt. Moin liebe Werder-Fans, ich habe mir ein bisschen Zeit mitgebracht und hoffe ihr auch. Viel Spaß bei Werder TV Inside. Mit allen Bewerbern um den Typen der Woche. Und wie so oft in den vergangenen Wochen mit den Werder-Toren vom Wochenende. He's from more for Delaney though. The cross really impressively. There might have been a deflection on it, it doesn't matter. It's 1-0 Werder Bremen. And really well taken. Well, you can't take your eye off this match for a minute. 11 minutes to go. Somehow it's still 1-1. That's dangerous. Off the defender. Oh dear. Dear oh dear, a terrible goalkeeping error has gifted Werder Bremen a second goal. Ach, war das schön. Hä? Ostern, Auferstehung, also Werder, Auferstehung. Toll. Nach 10 Spieltagen noch 5 Punkte, mittlerweile 36 Punkte. Einer der Hauptverantwortlichen für diesen Aufschwung, auch wenn er es selbst nicht gerne zugibt, ist richtig Florian Kohfeldt. Hallo liebe Werder-Fans, ich stehe genau vor dem Ort, der glaube ich für uns alle einer der wichtigsten ist in Bremen, nämlich der Ostkurve im Besonderen, aber dem Stadion auch im Speziellen. Und ja, freue mich sehr, dass ich euch sagen kann, dass ich zusammen mit Frank Baumann mich darauf geeinigt habe, dass wir noch etwas länger zusammenarbeiten, und zwar bis 2021 den Vertrag verlängert habe. Nicht nur ich, sondern auch das komplette Trainerteam. Und ja, freue mich wie gesagt sehr, dass ich es weiter genießen darf, hier im Weserstadion zu arbeiten, die Unterstützung von euch genießen darf. Und jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, freue ich mich unheimlich und weiß, welches Privileg das ist, für diesen Verein zu arbeiten und in diesem Umfeld zu arbeiten, was, glaube ich, für uns alle ein ganz besonderer Platz ist. Und ja, hoffe, dass es für euch auch in Ordnung ist, dass ich dann noch ein bisschen länger bleibe. Vielen Dank. Wir von Werder TV Inside, wir freuen uns und gratulieren von dieser Stelle aus natürlich auch ganz herzlich dem Cheftrainer und seinem Team zur Vertragsverlängerung. Und für euch haben wir noch einen ganz exklusiven Blick in die Casa der Kohfeldt. Ja, hallo liebe Werder-Fans. Ich zeige euch heute nochmal mein Büro, ein paar wichtige Dinge, die ich hier habe. Und da fange ich mal zunächst an mit meinem Schreibtisch. Ja, ich weiß, Laptop-Trainer, aber geht heute einfach nicht mehr ohne das. Genauso wichtig wie der Laptop sind mir aber hier hinten, weil ich bin so ein typischer Ausdrucker. Ich druck alles aus, also meine Ordner, die sind mir heilig. Da ist auch der einzige Bereich, wo ich wirklich richtig Ordnung halte, weil die sind mir ganz wichtig. Genauso wie ein oder andere Zeitungsbericht. Das ist immer für mich, da gucke ich manchmal drauf, einfach mal ein Nickerchen. Das ist eine gute Idee. Ja, ansonsten hier in dem Büro Kaffeemaschine benutze ich nie. Aber nicht, weil ich keinen Kaffee trinke, sondern weil wir drüben eine haben bei den Spielern. Da gehe ich immer dahin. Die Tafel ist nicht unbedingt im eigentlichen Sinne eine Taktiktafel, wobei das schon die Tafel ist, wo wir in der Halbzeit von den Spielen sprechen. Deshalb ist das wichtig. Also wir treffen uns mit dem Trainerteam plus Frank Baumann und die Analysten einmal hier drin und besprechen die Halbzeit, was wir ändern wollen und so weiter. Da ist diese Tafel wichtig. Im täglichen Ablauf müsst ihr euch das nicht so vorstellen, dass ich hier vorstehe und so und so. Nee, nee, das nicht. Es ist eher eine Organisationstafel, Trainingsteilnahmen. Hier haben wir morgens medizinische Runde, hier besprechen wir die Dinge. Ja, und dann der Fernseher, auch ein sehr wichtiger Teil dieses Büros. Hier
Hier mache ich die Videos mit den Analysten, wenn wir einzelne Videos machen, also Spielvorbereitung für die Mannschaft. Das alles findet hier an dem Fernseher statt. Man kann hier keinen Fernseher gucken. Es ist in der Tat nur so, dass man da Sachen anschließen kann. Aber also jetzt mal einfach mal locker ein bisschen Sky, läuft nicht. Da muss ich ins Co-Trainerbüro. Ich glaube, das ist eine Kontrollfunktion für den Cheftrainer. Nicht, dass ich die Tür zumache und hier alleine bin. Ansonsten, ja, da ist die Tür. Hier kommen die Spieler rein, wenn sie bei mir sind. Hier ist das Co-Trainerbüro. Und ich würde sagen, alles in allem bin ich gerne in meinem Büro, aber noch lieber bin ich drüben in der Mannschaftskabine und im Co-Trainerbüro, weil da passieren die wirklichen Dinge. Hier bin ich, um mich mal kurz zurückzuziehen, um ein bisschen Ruhe zu arbeiten. Und wie gesagt, ein, zwei kleine Dinge passieren hier auch während des Spiels. Alles klar, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Heimspiel gegen Leipzig dann auch wieder im Stadion und dann wisst ihr zumindest, wo in der Halbzeit das alles korrigiert wird, was wir vielleicht in der ersten Halbzeit nicht so richtig gemacht haben. Alles Gute, bis dann. Hoffen wir, dass er dieses Büro noch lange so erfolgreich beleben wird. Kommen wir damit von einem starken Typen zum anderen starken Typen. Ja, zum Typen der Woche. Und da haben sich gleich zwei beworben. Sowas aber auch. And here's a great chance for number two. Jovic denied. Decent stop from Pavlenka. The cross really impressively. There might have been a deflection on it, it doesn't matter. It's 1-0 Werder Bremen. Ja, eigentlich ein Grund zur Freude. In diesem Fall haben wir wirklich überhaupt keine Ahnung, wie wir da entscheiden sollen. Nehmen wir Junuzovic, ist der Pavlas sauer. Nehmen wir den Pavlas, ist der Junuzovic sauer. Ja, würde ich auch unterschreiben. Na, eine Unterschrift am Tag reicht uns. Ich würde fast sagen, wir machen zwei Typen der Woche draus. Weltneuheit bei Werder TV Inside. Zwei Typen der Woche. Ihr entscheidet für euch selbst in den Kommentaren dieses Videos, wer von diesen beiden jungen Herren für euch der Typ der Woche ist. Wir wollen da einfach, wir können da nicht, geht nicht. Eine zweifelhafte Auszeichnung hat auch Niklas Moisander am Wochenende erhalten. Der Schiedsrichter wählte ihn zur Mrs. Next Match. Was sonst noch für das Spiel am Freitagabend gegen Hannover 96 wichtig ist, das erfahrt ihr schon am Donnerstag bei Werder TV Inside. Ich hoffe, ihr klickt dann wieder rein. Jetzt kommt erstmal der Typ, der in keiner Montagsausgabe von Werder TV Inside fehlen darf. Schon gar nicht auf einen Dienstag. Jetzt kommt Uwe. Wir sehen uns Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. Ja, ich musste ihn mal richtig anziehen zum Spiel hier, zum schönen Sieg. Das Weh muss doch mal gerade sein. War super heute. Ihnen gefällt das gut, dass man so angezogen ist, siehste. Richtig geiler Spieltag. Das Spielergebnis findet er auch super, oder? Ja, richtig super Spieltag. Alter, was ist los in Bremen? So kann es weitergehen. Ich fühle mich in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Ich höre die Leute zum ersten Mal wieder sagen, hey, es ist so geil im Weserstadion Fußball zu gucken. Das macht mir Spaß. Und was meinst du für uns das, ne? Wir beide haben auch unseren Spaß. Ja, wir beide haben auch unseren Spaß. Weltbest, Weltbest, Weltbest. Ja, so kann es weitergehen. Wir sehen uns in Hannover, hoffe ich doch, ne? Und zum Fanmobil kommen, ne? Tschüss!